und herzlich willkommen zu einer wunderschönen Folge, wo wir über dieses wunderschöne Grenzzoll, was auch immer, Gebiet fahren werden. Links. Es ist auch schon wieder die Brücke. Also ein Teil, also ist ja besteht aus mehreren Brücken. War da auch schon wieder dieses Ballistic Sea. Das ist auch schon wieder diese Brücke gewesen. Aber das jetzt nicht. Also ist auch in Italien, da ist ja. Aber gerade eben das mit dem Ballistic Sea, das ist genau dieses DLC. Wo wir gerade sind. Zeit zu gehen. Also, kauft euch dieses DLC. Es ist wunderschön. So, by the way, direkt mal die Musik anmachen hier. So, wir haben noch sieben Stunden und dann noch 10 Stunden. Okay. Sieht erstmal alles gut aus. Auch wenn wir wieder voll in die Nacht reinfahren. Aber gut, ist halt so. Oh, die gesamte Gegend, die sieht so schön aus. Der Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, ich fährt sogar den Zug lang. Oh, ihr Schweine. Dann, wenn ich wegfahre. Das sieht so gut aus. Ah, Fluch der Scheiße hier. Ich bin ja auch ewig durch das Gebiet damals mit der Kamera, also mit der Freiflugkamera durchgeflogen. Weil einfach hier jede Ecke sieht ja einfach gut aus. Biege nach rechts ab. Es ist ein Träumchen. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Wie nah der aufhört, was ist los mit dem? Also noch eine gute Fahrt, aber der macht die Schranke nicht auf. Hallo? Ja, dann Schranke. Welcome to Schrankistan.
Ach wow, die Schranke ist bereits. Mann, da will ich einmal einen schönen Ort hier zeigen und es sind nur noch Grafikfehler hier. Wow. Geil. Was zur Hölle? Oh, jetzt haben wir über die große, geile Brücke. Ja, die Kamera hier mit diesen Straßenlaternen kommt überhaupt nicht klar. Boah, Alter. Sieht so gut aus. Und wir sind in Bulgarien. Oh, hier kriegen wir jetzt erstmal eine schöne 270-Grad-Kurve oder eigentlich 360 Grad, weil die geht ja da weiter. Wir machen also einfach komplett 360. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So schön. So schön. So, hier wieder Grafikfehler oder was? Ah ne, die Schranke funktioniert. Sehr schön.
Der fährt aber nicht 5, ne? Der ist ja gerade locker mit 30 reingeprettert. Eieiei. Welche Linke fahren noch die Autos? Wer weiß, was die schon wieder gepokst hat. Okay, der ganze Spaß hat doch nur 10 Minuten gedauert. Okay. Aber war doch ultra cool, oder? Da kann mir doch keiner sagen, dass das nicht cool war oder so. Weil gesagt, ihr müsst ja einfach mal mit der freien Kamera mal durchfahren durch diese Gegend. Es ist so, also das Gebiet ist einfach so gut gemacht. Diese Ausfahrt. Also dann wieder diese Momente, weswegen ich doch noch ETS spiele und nicht nur noch ATS. Weil das ist halt einfach schön. Da hinten ist der Fernsehturm. Wir sind jetzt gerade in Berlin. Ja, geil. So, jetzt müssen wir wieder den Speed geben, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Obwohl wir haben auch 9 Stunden. Nevermind. So, wie man hier sieht, hier fahren auch Omnibusse lang. Oder omnipräsente Fahrzeuge. Miau, miau. Mein Kopf ist elektrifiziert. So, da fahren wir wieder dem Sonnenuntergang entgegen, ne? The sunset is coming. So schön hier alles, Alter. Oh mein Gott. Warum ist alles so schön? Warum ist alles so schön? Warum? Oh mein Gott. Ich halte diese Schönheit nicht aus. Diese Kamera, dass sie mit diesen Laternen so nicht klarkommt. Das ist halt so traurig. Wow. Aber so mit Lenk. Bitte links halten.
Das stockert hier schon wieder. Eieiei. Ups. Ah, der Fall geht wieder auf die Autobahn rauf. Oder auf eine Autobahn.
Ganz schön neblig. Lull. Na, fahr doch, fahr doch, fahr, 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 fahr. Immer dieses Delay zwischen Gaspedal drücken, wenn er gebremst hat, dann wieder anfahren, weil er jedes Mal diese Motorbremse benutzt. Nee, nee. Guck mal, wie wir die Autos schon weg sind. Biege nach links ab. Haben uns alle allein gelassen. So, können wir wieder 100 fahren? Oh, das ist ein Unfall. Bitte 100. Nö, nur 90. Schade. Ah, es wird dunkel. Und wir sind bald da. Ich hoffe, wir es noch in der Folge schaffen. Gute Frage, wahrscheinlich nicht. Sind ja bloß noch 8 Minuten oder so. Oh, da vorne geht schon wieder runter. Oder? Ja. Digga, hier ist nix und trotzdem stockert das Spiel. Keine Stadt, keine Häuser, kein Licht, kein gar nichts. Warum ist diese so? Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Yeah, sunset time. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
immer geradeaus. Immer geradeaus. Ist da vorne Zoll? Oder einfach nur ein großer... Ja doch, nee, Zoll ist so wahrscheinlich. Oder? Oder einfach sehr großer Parkbereich oder irgendwie sowas. Ah, ist wirklich toll. Okay, jetzt machen wir aber erst nächste Folge. Dann stellen wir uns mal hier rein und ich finde eine neue Route. Können wir da lang? Oh, hier können wir gleich lang. Ah, der LKW hat mich irritiert. Ich dachte, da kann man parken. Also, ich will es hinstellen. Parksymbol ist da ja nicht, aber... Dann bleiben wir also hier am Bordstein. Ich frage mich, ob man im echten diesen Blinker-Sound, weil ist ja kein technischer Sound mehr, ist ja bloß noch simulierter Sound. Also du hast einen Lautsprecher, der diesen Sound halt macht. Ein echtes Relais, was da klingt, was du hörst, ist ja nicht mehr. Von daher wäre die Frage, ob man diesen Sound dann auch deaktivieren kann bei modernen LKWs. So, speichern. Und genau, Lied ist auch gerade zu Ende. Easy. Gut, dann. Bis zur nächsten Folge, ne? Sehen wir sich wieder und dann können wir gucken, was wir denn da machen. Bis dann.